Und wir kommen nochmal ins Ausland. Ein halbes Jahr ist es ja, dass in Bangladesch eine Textilfabrik eingestürzt ist. Mehr als 1.100 Menschen kamen dabei ums Leben. Erst seither wird auch im Westen verbreitet über die miserablen Arbeitsbedingungen im zweitgrößten Textilexportland der Welt diskutiert. Die Gewerkschaften in Bangladesch fordern eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns von nicht einmal 30 Euro im Monat und wesentlich verbesserte Sicherheitsstandards in den oft nur halblegal gebauten Textilfabriken. Viel getan hat sich seit der Katastrophe vom April aber nicht, haben Mitarbeiter der Entwicklungsagentur Südwind bei einem Lokalaugenschein in Bangladesch festgestellt. Das Rana Plaza in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. 5 Fabriken in den 8 Stockwerken, illegal aufgestockt, um Kosten zu drücken. Als das Gebäude zerbröselt, sind Fenster verriegelt, Türen verrammelt. Der Einsturz kostet, stellt sich nach und nach heraus, 1.133 Näherinnen das Leben. Nargis hat ihre Tochter im Rana Plaza verloren. Meine Tochter hat Al-Shahid, meinen Enkel, gestillt. Dann ist sie arbeiten gegangen. 4 Tage nach dem Einsturz habe ich ihre Leiche bekommen. Ich habe weder Geld noch Land für ein Begräbnis. Sie haben uns keinerlei Entschädigung gezahlt. Al-Shahid ist jetzt Waise. Ein Lokalaugenschein des Netzwerkes Clean Clothes Kampagne 6 Monate nach dem Einsturz. Bisher hat nur die Firma Primark Entschädigungen gezahlt. Tausende Näherinnen stehen vor dem Nichts. Aus Sicht der Clean Clothes Kampagne haben wir die Unternehmen, die ihre Bekleidung bei Rana Plaza produzieren ließen, Verantwortung für die Menschen. Diese Menschen haben ihr Leben verloren, haben Verletzungen in Kauf genommen dafür, dass wir hier in Österreich unsere T-Shirts, unsere Hosen kaufen können. Die Bekleidungsindustrie ist der wichtigste Exportzweig in Bangladesch, macht 10% des Bruttoinlandsproduktes aus. Allerdings sind 10% der Parlamentarier selbst Textilfabrikanten und weitere 50% an Fabriken beteiligt. Die Forderung der Textilarbeiterinnen nach menschenwürdigen Arbeitsbedingungen verhallt bisher ungehört. Wenn sie nur 5 Cent pro T-Shirt mehr zahlen würden, könnten solche Katastrophen verhindert und Menschenleben gerettet werden. Die Hersteller machen das nur wegen ihrer Profitgier. Erst nach dem Einsturz des Rana Plaza und dem Druck der EU, Bangladesch das Privileg der zollfreien Einfuhr zu streichen, hat die Regierung erstmals die Gewerkschaft empfangen. Doch vom angekündigten Umdenken in der Textilbranche ist nach einem halben Jahr wenig zu sehen.